Hey Freunde, schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal dabei seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Fragrance-Log hier. Ja, ich bin erkältet, mich hat's erwischt. Ein Glück eine Erkältung, nicht den anderen Scheiß. Aber meine Augen brennen, Hals, ne, Nase dicht. Also bitte entschuldigt, falls sich das ein bisschen komisch anhört. Trotzdem stelle ich euch heute meine Düfte der Woche vor. Für alle Neuen, die das erste Mal jetzt hier auf meinem Kanal sind. Das sind immer die Düfte von der Woche davor, natürlich, ne? Ja, und bleibt gleich auf meinem Kanal, wenn ihr das erste Mal hier seid, weil hier seid ihr auf dem richtigen und dem besten Duftkanal. So, wir fangen gleich mal mit Montag an, und Montag habe ich auf jeden Fall Opium Eau de Parfum getragen von Yves Saint Laurent. Ja, das ist ein alter Klassiker, der gern vergessen wird. Ein Glück rieche ich noch. Das ist das Schlimmste, wenn das erstmal kommt, wenn du keinen Geschmack mehr hast und so weiter und so fort. Aber richtig schöne Vanille. Zimtig, warm. Richtig genial für den Winter. Wie gesagt, wird kaum erwähnt, wird immer vergessen und so weiter und so fort. Hat eine gute Haltbarkeit von 8, 9 Stunden. Ich bin der Meinung, der was war früher natürlich auch besser. Auch der wurde reformuliert. Aber ich sag's immer wieder, wenn ich ihn vorstelle, testet ihn mal. Oder mit Testen ist es ein bisschen schwierig, ihr müsst ihn wahrscheinlich blind kaufen, aber wollt ihr einen schönen Vanilleduft haben, der absolut eine eigenständige Vanille, der Hintergrund ist einfach dieses Opium, ist, wie soll ich das bloß mal, diese Würzigkeit, ah, zu zimtig und ein Vanille, ist schon richtig genannt. Opium von Yves Saint Laurent Eau de Parfum. Das Eau de Toilette ist allerdings auch sehr gut. Kann ich auch jedem ans Herz legen. Ist wirklich sehr, sehr gut. Das wird noch mehr vergessen. Muss ich auch immer wieder erwähnen. Das Eau de Toilette ist auch sehr gut. Aber hier geht es ums Eau de Parfum. Und das ist auf jeden Fall sehr gut. So, Dienstag habe ich ein, ihr hört es, Montal-Duft getragen. Und zwar Honey Oud. Oder Aoud, Aoud, Oud, wie auch immer. Das A steht für arabisches Oud in dem Fall. Ja, Oud und Honig, obwohl überhaupt kein Honig angegeben ist. Aber es riecht nach Honig. Schöne süße, entspanntes Oud. An Anfang, sorry, an Anfang schon ein bisschen stärker, aber der ist ein richtig schöner Honigduft. Jetzt nicht zu vergleichen mit Beef von Zoologic, das ist so ein richtiger, ja, das ist schon ein heftiger Rosenduft, sage ich schon, Honigduft. Der hier ist natürlich das Oud, ihr kennt es. Montal hat ja gern Rose, Oud. Rose ist hier diesmal nicht drin, geschweige, man riecht es nicht, falls ich weiß, glaube ich, nee, Rose sollten, nee, ich glaube nicht. Aber das Süße, der Honig und das Oud kommt hier wirklich gut zur Geltung. Haltbarkeit, 11 Stunden, sehr starke Ausstrahlung. Und ja, den kriegt man nicht überall, aber dann doch schon irgendwo. Schaut mal rein. Ich werde natürlich die Düfte so gut wie es geht verlinken und in meiner Beschreibung. Schaut da mal rein. Was ist das hier? Gibt es doch gar nicht hier. Ja, Mittwoch habe ich einen Duft getan, den habe ich so noch nicht vorgestellt. Es ist ein Pfeffrika-Vanilleduft. Die Vanille ist schon, ja, nicht synthetisch und so ein bisschen, aber er ist einzigartig durch den Pfeffer und das, vor allen Dingen den Weihrauch. Pfeffer minimal, aber Weihrauch, Vanille, und zwar rede ich von Sadik und Voltaire. So, den Männerduft. Ja, es ist ein richtig genialer Duft. Ja, Weihrauch, Vanille. Das ist ungefähr die Vanille, die ihr auch bei Mercedes Black Club habt. Die mag nicht jeder. Ich habe einen Kumpel, der kommt da einfach nicht gegen an. Hier findet er ihn besser. Das ist auch im Endeffekt, naja, so ein Geheimtipp würde ich gar nicht natürlich sagen. Aber viele tragen den nicht. Aber er ist schon cool. Also, ich meine, der Flakon so ein bisschen schief gemacht. Ansichtssache, aber sonst auf jeden Fall sehr nicer Duft. Wer auf so ein bisschen stärkere Vanille steht, plus Weihrauch, jetzt zu der Zeit, das ist im Endeffekt ein dunkler Duft. Ihr müsst euch das so vorstellen: ein dunkler Duft. Gerade jetzt, November ist ja der schlimmste Monat im Jahr. Selbstmordrate extrem hoch, Depression und so weiter und so fort.
da kommt dieser Duft, ohne jetzt, ne, ich will jetzt nicht damit sagen, wenn ihr Selbstmord gefährdet seid, ich hoffe nicht, oder Depression habt, solltet ihr den Duft tragen. Nein, aber er passt einfach zu dieser Jahreszeit perfekt. Zum Spazierengehen abends oder auch so spät Nachmittag, wenn es schon ein bisschen dunkel wird, ist der wirklich nice. Und da liegt die Betonung auf nice. So, das ist anstrengend, aber ich mache das für euch ja gerne. Jetzt kommen wir, warte, was war das? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und Donnerstag habe ich einen Duft getragen, wie ich ihn, ich muss ich schon wieder sauber machen hier, wie ich ihn noch nie, also der ist einzigartig, unique einfach. Und der kommt von Stephanie Humbert Lucas und heißt Mortal Skin. Ja, Mortal Skin, das ist eine Brombeere mit echter Tinte, die hier drin ist. So, der riecht eben wirklich wie eine zweite Haut. Die Brombeere trocken, die Tinte stumpf so ein bisschen. Sehr einmalig. Viele sagen, ich nehme den nicht lange wahr. Der Duft, ihr müsst aufpassen, ich rieche den 15 Stunden. Der kommt immer irgendwann wieder, bei 4 Sprühern ungefähr, immer wieder zum Vorschein. Das ist ja auch das, was er machen soll. Sorry. Das ist das, was er machen soll. Und er macht es richtig. Mal, ich muss den Tipp immer wieder sagen. Viele meinen, sie hätten ein Original zu Hause. Ich habe mit dem Chef gesprochen. Viele haben, es gibt so eine Parfümseite, da haben auch viele die Fotos reingesetzt. Es ist die Seite, den Namen ich nicht gerne nennen möchte mehr. Da haben viele super Bilder. Allerdings, wenn ihr um das Maul hier so eine weißen Striche habt, das seht ihr besonders, wenn ihr ein Foto macht. Hier ist das jetzt nicht. Dann ist das auf jeden Fall kein echter Flakon, Leute. So. Wo ihr das nicht habt hier. Wo ihr schön die Schlange, die Kobra, was auch immer, die Mama. Den Duft habe ich mir noch mal vorgestellt, wo Black Mama Kobe Bryant verstorben ist. Sterbliche Haut heißt das. Passte vielleicht nicht ganz so, aber das sollte positiv sein, weil Kobe Bryant eine Legende und der Duft, ja gut, ich schweife ab. Und dann habt ihr auf jeden Fall keinen richtigen Flakon. Da dürfen keine weißen Striche sein. Das muss so sein wie hier. Also Leute, lasst euch da nicht veräppeln. Es ist einfach so viel Mist unterwegs, so viele Leute, die meinen, Kohle zu machen und weil sie es anderweitig nicht hinkriegen, was auch immer. Es ist nervig. Aber was soll's? Es ist nun mal so. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. So, jetzt kommen wir zu Freitag und Samstag habe ich diesen Duft getragen. Mal wieder getragen. Er kommt von Giorgio Beverly Hills und ist wet. Oder beziehungsweise heißt wet. Ja, das ist ein Oldschool-Duft. Wie ein Buche steht, Eichenmoos. Ihr müsst manchmal gucken, wenn ihr den kauft, da ist wirklich manchmal noch Eichenmoos drin. Ihr wisst ja, Eichenmoos ist verboten. Es wird jetzt nur noch synthetisch hergestellt. Aber wenn ihr diese Düfte kauft, manchmal sind die so alt, nicht gekippt für Leute jetzt, wo noch richtiges Eichenmoos drin ist. Richtig nice. So, ihr merkt, wie gesagt, nochmal sorry für mein Hals, tut weh und so weiter. Das ist, ne, aber ich mache, wie gesagt, das gern. Ja, oh, das ist ein geiler Duft. Richtig oldschool, frisch, grün, würzig. Ein bisschen Barbershop, nicht übertrieben. Also den solltet ihr mal testen. Vor allen Dingen kostet der 11 Euro für 100 ml, Leute. Das ist wirklich pervers geil, wie ich immer so schön sage. Geiler Sprüher. Oh, so eben wie früher eben. Ne? Immer diese Sprüher. Aber die haben funktioniert, Leute. Und die funktionieren. Die funktionieren einfach. Und mir gefällt der ganze Flakon, der Deckel. Giorgio Beverly Hills hat noch einen geilen Duft, dazu aber mal irgendwann, aber den habe ich auch schon mal vorgestellt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Samstag, Freitag und Samstag habe ich ihn getan. So, Sonntag. Sonntag habe ich immer so genannt den Stinker getragen. Für mich ist es kein Stinker, aber für sehr, sehr, sehr viele. Und zwar Chorus, auch wieder von Yves Saint Laurent. Jetzt überlege ich, ob ich den hier sprühe. Ich mache das jetzt mal. Ja. Das ist animalisch. Animalisch. Die neue Version blumig dazu. Das ist nicht jedermanns Sache. Und ehrlich gesagt, das ist einfach ein Duft für Männer. Und das ist jetzt hier nicht irgendwie, um Leute, die den nicht tragen, schlecht zu machen. Nein, aber Leute, die den nicht tragen, haben eben wirklich nicht die Eier dazu. Natürlich gibt es das so, die mögen das nicht, wenn es noch ein bisschen nach Urin riecht, nach blumig. Das riecht ja automatisch auch manchmal ein bisschen heftig.
Trotzdem braucht man die Eier. Geh mal mit raus. Aber die Frauen mögen den Duft immer noch. Weil wenn der in der Luft liegt, früher, die alte Version habe ich auch noch, die ist viel perverser, für mich als Positive. Das hat die Frauen angelockt, wirklich. Da ist was drin, auch noch in denen. Nicht nur Ältere, auch Jüngere, wenn die sagen, oh, was hast du für einen Duft drauf? Ja, es funktioniert immer noch. Chorus, da hat man früher mit. Naja, Leute. Ja, so weiter. Man hat einiges damit gemacht. Auf jeden Fall hatte man auf jeden Fall guten Sex, um das nur mal jetzt normal nett auszudrücken, mit diesem Duft. Da ging es richtig ab, Leute. Und ja, Chorus habe ich dann mal wieder getragen. Und ja, ich werde jetzt mal sehen. Ach so, das waren meine Düfte der Woche. Ich hoffe, ich werde, wie gesagt, die Düfte verlinken, so gut wie es geht. Und ja, schaut meiner in meine Beschreibung rein. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu anstrengend für euch. Ich werde mal sehen, ob ich in ferner Zukunft, was heißt in ferner Zukunft, guck mal, wenn man krank ist, spielt der Kopf auch nicht mehr ganz richtig manchmal, ob ich morgen ein Video rausbringe. Ich wollte Sonntag ja euch Bescheid geben, wie in dem Gewinnspiel was läuft. Also kommentiert gern ruhig mein Video von vorgestern. Nochmal, wie gesagt, da ist ein Gewinnspiel, da könnt ihr den Zaharoff Signature Pour Homme gewinnen. Vielleicht werde ich das auch bis Montag oder Dienstag verlängern, das ist ja total egal. Schreibt mal rein, verlinkt meine Videos, schreibt auch in diesem Video gern rein, warum, weshalb ihr den Zaharoff haben wollt. Und natürlich vielleicht um die Düfte der Woche, wie ihr sie findet, was habt ihr so getragen. Und dann werde ich irgendwann nächste Woche, auf jeden Fall spätestens nächste Woche, wenn ich das jetzt nicht Sonntag mache, kommt darauf an, wie es mir geht und so weiter und so fort, werde ich auf jeden Fall den Gewinner bekannt geben. So, vorweg schon, ihr habt super Kommentare geschrieben, wahnsinnig viel, richtig geil, hat mich gefreut. Viele, also fast durchgehend nette Kommentare, das freut mich natürlich. Und ich werde einfach einen Gewinner raussuchen und der gewinnt. So, ganz einfach. So, dann mach's gut und bis zum nächsten Mal. Felgenstalk.